Der Hochgolling ist mit 2862 Meter der höchste Berg der Schladminger Tauern sowie der gesamten Niederen Tauern. Seine 1000 Meter hohe und durchgehend steil mit dunklem Gestein abfallende Nordwand ist sein Schaustück. Der Normalweg verläuft durch die Nordwestflanke. Wir begingen den König der Niederen Tauern über den Nordwestgrat, der teilweise recht ausgesetzt ist und bei dem bis im zweiten Schwierigkeitsgrad geklettert werden muss. Von einer Nachahmung bei winterlichen Verhältnissen raten wir aufgrund der Komplexität der Tour dringend ab. Jo Leute, was geht? Servus! Willkommen zu einem neuen Video. Heute machen wir ganz was Besonderes. Und zwar hinter mir seht ihr den König der Niederen Tauern, der Hochgolling. 2862 Meter mal ist er. Und ja, wir gehen über Nordwestgrat rauf. Mir, das bin nicht ich mit der Kamera, sondern der Scheiß ist weiß. Bianca ist auch dabei. Bianca. Genau. Jupp, so schaut es da aus. Und da geht es 1100 Meter runter in die Nordwand vom Hochgolling. Muss ich ehrlich sagen, ein bisschen Hosenscheißen tue ich schon. Ist der Klopapier mit für mich, Bianca? Einmal über den Finger, mehr geht sich nicht aus. Also ich muss mir es verbeißen. Begleitet uns auf der Tour, wenn ihr wissen wollt, ob ich meinen Hosenscheiß oder nicht. Viel Spaß, kommt mit. Willkommen im Lungau. Schnee. Pulver. Wir sind da jetzt am Ende von dem Tal, wo wir reingekommen sind. Fast 400 Höhenmeter und 3,5-4 Kilometer. Da oben geht es zu den Landerwierseen, Landerwierseehütten. Und wir müssen jetzt da rauf in die Gollingschorten und dann rechts rauf. Auf dem Gipfel ist der Nordwestgrat. Gewaltig. Sehr schön. Voll schön. Mal ein kleiner Rückblick, falls man mich hört im Wind. Wir sind da jetzt raufgekommen, die Flanke. Der Normalzustieg ist da unten in dem Chor, da ist ziemlich viel Schnee drinnen. Und wir haben gesagt, wir suchen uns jetzt da rauf. Bis jetzt ganz eine gute Alternative, wir sind jetzt näher auf Höhe schon ungefähr von der Gollingschatten, also so 2300 Meter. Gute 500 Höhenmeter sind es noch auf dem Gipfel rauf. Dass ich Handschuhe zum Wechseln dabei habe, die sind mir voll nass. Ja, ich habe auch noch dickere mit.
Ah, das ist geil. Voll. Oh, ich hab die GoPro am Kopf stehen. Das fahre ich um einfach. Das ist wurscht. Wir gehen da jetzt rauf. Am Berg, gell? Ja, genau, am Berg. Über den Grat. Über den Grat. Da ist er. Fesche Rohrs. Rohrs mal los. Ja, nein, wir sind da jetzt beim Einstieg. Nordwestgrat. Eigentlich sind wir eh schon die ganze Zeit so am Grat entlang gegangen. Und jetzt gehen wir halt den restlichen Grat weiter. Maximal 2er Gelände und natürlich kombiniert. Juhu! Ufa! Pfeift Zobe. Der Scheiß ist big, big. Da geht es jetzt glaube ich auf. Ja, da kannst du mit den Ski runterfahren. Einmal. Na, das geht sich schon aus. Ja. Man muss noch ab und zu mal springen. 200 Meter. Aber mit Pulver landet man wo. Genau. Schaut euch das an, Pulver bis zur Nase. Keine Menschenseele unterwegs, nur ein paar Gamse. Jetzt war.
Gewaltig, sag ich da. So ein schöner pinker Pickel, mit dem kann ja gar nichts schief gehen. Boah, das Gang, nichts ist geschenkt. Perfekt, sehr gut. Im Notfall hupfen. Jawohl. Ah ja, da ist eh super eine Markierung. Ja. Nordwand Bianca. Noch einmal für die Zuschauer. Yeah! Ich habe einen Griff ausgeräumt. Sehr schön. Findest du das schön? Sehr schön. Franz? Ich würde sagen, gewaltig. Jetzt kannst du dir da das hernehmen als leisten da. Genau. Da war irgendeine Schneewühlmaus da, die hat da den Schnee weggekommen. Gewaltig. Gewaltig. Also ohne pinken Pickel hättest du das jetzt nicht geschafft, gell? Nein. Nein. Weil ich muss sagen, pink. Hauptsache die Mode stimmt. Pink bringt's. Genau. Voll die Genusskraxele. Ah, voll geil. Das kommt jetzt von mir so weit. Stunden. Tut es auch. Aber leider nicht Stunden. Nein. Jawohl. Puh.
das ist jetzt die Schlüsselstelle. Da sind links sind die Griffe, gell? Zwei sogar. Das ist nicht ohne. Wir sind vor kurzem aus dem Nordwestgrat ausgestiegen und jetzt sind wir weit auf dem Gipfel. Okay. Voll geil. Halleluja! Ich glaube, dass der Schnee ein bisschen besser gesessen ist. Dabei ist da überhaupt noch voll viel Pulverschnee. Yes! Bergheil. Bergheil. Top auf niedere Tauern. Sau geil. Schön. Leider habe ich irgendwo mein Kabel für die Drohne verloren, sonst hätte ich da noch ein paar coole Flugaufnahmen gekriegt. So gibt es halt nachher das Rundum-Panorama. Also die Aussicht ist halt genial. Bis in die Glockner Venediger Gruppen, da vorne Dachsteingebirge, die ganzen Niederen Tauern. Einfach ein Wahnsinn. Jo, also wir sind wieder safe. Wir sind jetzt gerade am Weg aber zur Straße. Jetzt geht es dann noch 4 Kilometer zurück aus das Tal. Dann haben wir in Hochgoling bei winterlichen Verhältnissen eben auch gemacht. Also mir hat es wieder richtig getaugt. Die Tour ist halt, wenn es trocken ist, so maximal 2 plus. Ja, 2 plus mit den Verhältnissen, die wir heute gehabt haben, fühlt sich gleich natürlich noch einmal einiges anspruchsvoller an. Ich gebe da heute gar keine großartigen Tipps dazu. Ups, so. Recherchiert im Internet, wenn ihr Interesse an der Tour habt. Ich rate dringend davon ab, das Ganze, was wir gemacht haben, nachzumachen. Ich habe die Tour schon zweimal gemacht. Ich kenne den Berg. Ich habe die Wetterverhältnisse und die Windverhältnisse.
der letzten Tage studiert und dementsprechend haben wir genau die Verhältnisse vorgefunden, die wir erwartet haben. Also sprich, kein Triebschnee zumindest. Wenn ihr Fragen habt, unten rein ins Kommentarfeld. Wenn euch das Video gefallen hat, Daumen auf da lassen. Und wer das nächste Video nicht verpassen will, jetzt Kanal abonnieren und die Glocken aktivieren. Dann kriegt ihr Erinnerung, wenn das Video online geht. In dem Sinn, bis zum nächsten Mal. Bleibt geil, bleibt's geil. Ciao, ciao.